beginnen wir diesen Begräbnisgottesdienst jetzt für unsere liebe verstorbene Frieda Spitzer im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Trauernde, wir haben uns jetzt hier versammelt, um Abschied zu nehmen von Frieda Spitzer. Zeit ihres Lebens war sie eine fürsorgliche, pflichterfüllte, arbeitsreiche Frau. Als am 19. Juli ihre Kraft zu Ende ging, war's kein Sterben, war's Erlösung. Der Tod, der meist als schrecklich wahrgenommen wird, der Tod kann auch mit einem freundlichen Angesicht zu Menschen kommen, zu Menschen, deren Auge müde werden, zu Menschen, deren Hände keine Kraft mehr haben zum Festhalten, deren Stimme nur noch sagt, jetzt ist es genug, das Leben war schön. Als die Kraft zu Ende ging, so lesen wir es auf der Barte von Frieda, war es kein Sterben, war es Erlösung. Der Tod ist gewissermaßen mit einem freundlichen Angesicht zu Frieda gekommen. So lasset uns jetzt beten. Barmherziger Gott, lohne ihr das viele Gute, das Frieda in ihrem Leben gewirkt hat. Und wenn noch Makel an ihrem Leben haften, dann reinige du sie, o Gott, in deinem überreichen Erbarmen und gebe die Freude, die Gnade des ewigen Lebens. Amen. Ich lese jetzt eine Stelle aus dem Markus-Evangelium vor. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen, die auf der rechten Seite sind, sagen: Kommt her, ihr von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Darauf wird der König sagen: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Trauergemeinde, unser Leben lässt sich gewissermaßen mit einem Schauspiel, mit einem Theater vergleichen. Die Welt ist die Bühne und jeder von uns
der hat eine Rolle zugeteilt bekommen. Die Rolle, die wir in unserem Leben, in diesem Welttheater sozusagen zu spielen haben, die können wir uns meist gar nicht selber aussuchen. Jedem wird sie zugeteilt. Der eine spielt die Hauptrolle, der andere eine weniger wichtige Rolle und einige die Nebenrolle. Letztlich, liebe Trauernde, liebe Mitchristen, kommt es nicht darauf an, was für eine Rolle wir im Leben spielen und ausführen, sondern wie wir unsere Rolle sozusagen spielen und im Leben ausführen. Spielen wir die Rolle unseres Lebens gut, mit Liebe? Bemühen wir uns, die Aufgaben des Lebens, das das Leben an uns heranträgt, so zu erfüllen, dass die Zuschauer, die Mitmenschen den Eindruck gewinnen, die hat ihre Lebensrolle gut und zur Freude und zum Wohl der Mitmenschen gespielt. Wenn wir jetzt einen Blick auf das Leben unserer lieben Verstorbenen werfen, einen Rückblick auf ihr Leben, dann sind unserer Frieda auch so manche Rollen in ihrem Leben zugefallen. Frieda ist am 5. November 1936 als Tochter der Anna Horngacher in St. Jakob im Haus zur Welt gekommen. Von ihren Erzählungen wissen wir, dass sie dort eine schöne Kindheit erlebt hat und die Freiheit eines Lebens am Land und den Spaß mit Gleichaltrigen. Und es gab dort zu dieser Zeit auch genug zu essen. Aber wie es üblich war, kam ihr bald die Rolle zu, mitzuarbeiten in jungen Jahren im Haus und im Hof, die eben zu erledigen waren. Nach ihrer Pflichtschulzeit arbeitete Frieda in vielen verschiedenen Berufssparten, wodurch sie sich Wissen angeeignet hat und auch handwerkliche Fähigkeiten erlernt hat. Diese waren ihr im Laufe ihres späteren Lebens ganz eine wichtige Hilfe. Am 4. Mai 1963 hat sie dann ihren Mann Johann Spitzer geheiratet. Zunächst wohnte das junge Ehepaar in Meyerwies. Später zogen sie in das Haus ihrer Tante in Itzling. Und als sie dann das Haus in der Schillerstraße übernahmen, kamen viele Aufgaben und Rollen wieder auf Frieda zu. Ich persönlich kann mich noch gut erinnern, wie wir die Frieda einmal besucht haben, dort in Itzling in der Schillerstraße. Und wir sind dann zum ersten Mal mit der Eisenbahn, mit der Lokalbahn, ich glaube vom Bahnhof Itzling, zum Schweiger gefahren und dort hat es dann ein Eis gegeben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, auch in den Garten mit den vielen Blumen. Wie gesagt, die Frieda hatte dann in diesem Haus wieder viele Rollen zu übernehmen. Hans war zwar in wirtschaftlichen Dingen sehr bewandert und interessiert, aber für die praktischen und handwerklichen Tätigkeiten hatte eben die Frieda großes Geschick und sie war dort gewissermaßen das Mädchen für alles. Mit Fleiß und Energie bewirtschaftete eben sie dort den Garten und das Haus, wo Mieter auch drinnen waren. Und es waren, wie gesagt, Blumen, Obstbäume und Gemüsebeete. Sie arbeitete daneben bei Kiesel. Ich glaube, das war damals noch die Druckerei. Und bis zu ihrer Pension dann beim Wifi als Reinigungskraft. Sie war auch das Privattaxi ihres Mannes.
den sie natürlich zu den Fußballspielen immer wieder gefahren hat, und auch zur Verwandtschaft nach Thalgau. In ihrer Freizeit standen Handarbeiten und Basteleien aller Art, Lesen und der Garten auf den Plan von Frieda. Und auch die Geselligkeit kam nie zu kurz. Mit ihrem Humor waren Hans und Frieda gern gesehene Gäste im Freundes-, Familien- und großen Bekanntenkreis. Als ihr Mann, der Hans, dann später schwer erkrankte, richtete Frieda ihr ganzes Leben auf seine Bedürfnisse aus. In dieser Zeit wurde dann auch das Haus in der Schillerstraße verkauft und sie zogen dann in die Wohnung in der Haunsbergstraße. Mit viel Fürsorge und Liebe und Ausdauer pflegte Frieda ihren Mann bis zu seinem Tod am 10. April 2010. Danach machten sich auch bei ihr Beschwerden bemerkbar, die durch die jahrelange schwere körperliche Arbeit eben entstanden waren. In den letzten 10 Jahren wurde es immer ruhiger um Frieda herum und Ende Dezember 2019 stürzte sie schwer in ihrer Wohnung und war danach bis zum März dieses Jahres im Spital. Die starken Rückenschmerzen und die Atemnot waren ihre ständigen Begleiter. Ihre Selbstständigkeit und die Selbstbestimmung über ihr Leben waren ganz, ganz wichtig für die Frieda. Und dass sie jetzt mehr Hilfe und in Anspruch nehmen musste, war für sie eine große neue Herausforderung in ihrem Leben. Dennoch wurden noch Pläne geschmiedet, neue Schuhe und neue Kleidung kaufen, sowie die Besichtigung des Glasblasens in der Firma Riedel hier in Thalgau. Dazu sollte es aber nicht mehr kommen. Am Freitag, 17. Juli 2020, kam sie ins Spital und am Sonntag, dem 19. Juli 2020, ging ihre Kraft zu Ende. Es war kein Sterben, es war für sie Erlösung. Liebe Mitchristen, viele unterschiedliche Rollen sind von Frieda Zeit ihres Lebens ausgeführt worden. Vielleicht keine Hauptrolle, keine große Rolle in der prominenten Gesellschaft. Frieda hat die Rolle, die ihr zugeteilt wurde, oder die Rollen, die ihr zugeteilt wurden in ihrem Leben, aber mit Liebe und zum Wohle vieler Menschen ausgefüllt. Jesus sagt im heutigen Evangelium: Was ihr den geringsten Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Möge der Herr ihr das ewige Leben schenken. Amen. Thank you.
aus dem Psalm 90. Gott, du bist unsere Zuflucht von Generation zu Generation. Ehe die Berge geboren wurden, die Erde entstand und das Weltall, bist du, o Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du lässt die Menschen zurückkehren zum Staub und sprichst, kommt wieder, ihr Menschen. 1000 Jahre sind für dich wie ein Tag. Von Jahr zu Jahr sehst du die Menschen aus. Sie gleichen dem sprossenden Gras, den blühenden Blumen im Feld. Am Morgen grünt es und blüht, am Abend wird es geschnitten und welkt dahin. Unser Leben wird 70 Jahre und wenn es lange ist, sind es 80. Vieles daran ist Mühsal und Beschwer. Rasch geht unser Leben vorbei, wir fliegen dahin. Unsere Tage zu zählen, lehre uns, Herr. Dann gewinnen wir ein weises Herz. Herr, wende dich uns zu, sättige uns mit deiner Güte. Dann wollen wir uns freuen und jubeln all unsere Tage. Es komme über uns die Güte und der Friede des Herrn. Gott schenke uns dein reiches und ewiges Leben. Amen. Beten wir jetzt vielleicht noch gemeinsam für unsere verstorbene Frieda, ein Vater unser und ein gegrüßet seist du Maria. Herr, gib ihr die ewige Ruhe und das ewige Licht leucht dir. Herr, lasse sie ruhen in Frieden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, gib Frieda und allen Verstorbenen aus der Familie die Erfüllung ihrer Sehnsucht und vollende ihr Leben in dir, guter Gott. Lass sie alle dein Angesicht schauen im himmlischen Reich. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, unseren Heiland und Erlöser, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. O Herr, gib ihr und allen Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leucht ihnen. Herr, lasse sie ruhen in Frieden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Liebe und Erinnerung ist das, was bleibt. Lässt viele Bilder vorüberziehen, uns dankbar zurückblicken auf die gemeinsam verbrachte Zeit. Die Familie möchte sich von ganzem Herzen bei allen bedanken, die ihre Verbundenheit in so liebevoller und vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten. Danke für ein stilles Gebet. Danke für tröstende Worte, gesprochen oder geschrieben. Danke für jeden Gedanken der Trauer. Danke für eine stumme Umarmung. Danke für einen Händedruck, wenn die Worte fehlten. Für alle Zeichen der Liebe und der Freundschaft. Danke an jene, die die Trauerfeier zu Hause über Livestream mitgefeiert haben. Ein besonderer Dank gilt Herrn Ramsauer Alois für die einfühlsame und trostreiche Wortgottesfeier. Wir begleiten nun Frau Spitzer-Frieder zur letzten Ruhestätte am Ortsfriedhof Thalgau. Im Anschluss danach finden sich Verwandte im Gasthof Sandner ein.